Cosmo, komm mal her. Wir waren gerade draußen, wir sind gerade erst wieder reingekommen. Wir möchten den Leuten ein kurzes Update von dir geben. Ja, kurz melden, was mit deinem Öhrchen jetzt ist. Also, ich bin jetzt schon ein paar Stunden zu Hause und habe das mal beobachtet. Tut dir dein Öhrchen weh? Hm? Nein? Juckt es? Hm? Juckt es noch? Nee, ne? Hm, eine Fliege. Naja, jedenfalls hat er sich nicht mehr gekratzt an seinem Öhrchen. Aber was ist das hier? Kannst du mal gucken? Was ist das? Ich habe hier doch irgendwas gesehen. Was ist das hier? Hier. Okay, ich kann da nichts fühlen. Nein, ich kann da nichts fühlen. Alles gut. War nur so eine komische Stelle. So, da war vorher Kruste dran. Vielleicht hat er sich bei einem Kampf mit Apollo gekratzt. Naja, wenn man das überhaupt als Kampf bezeichnen kann. Jedenfalls hat er sich nicht mehr an sein Öhrchen gekratzt. Und ich denke mal, es ist jetzt gut. Und wenn es nicht gut ist und er sich nochmal kratzen sollte, dann fahren wir zum Tierarzt. Was ich wirklich ungern mache, weil er immer so Stress hat beim Tierarzt. Er hat so Angst davor. Einmal hat er als Kätzchen eine Spritze bekommen, die hat sehr weh getan. Und seitdem hat er sehr viel Angst vor dem Tierarzt. Oh, mein Kleiner. Ja, es tut mir leid, dass du so viel Angst hast. Jetzt habe ich ihn mit meinen ekligen Händen angefasst. Jetzt muss er sich erstmal putzen.